Die terroristischen Anschläge von Paris haben uns alle ganz tief erschüttert. Es ist ein Wahnsinn, was da abgelaufen ist und für niemanden in irgendeiner Weise fassbar. Natürlich sind die Gedanken zuerst bei den vielen Toten, bei den Verletzten, denen hoffentlich jede Hilfe zuteil wird. Es ist eine Riesentrauer, die, glaube ich, alle Menschen in Frankreich, in Deutschland, in Europa und weit darüber hinaus erfasst. Es ist ganz wichtig, dass schnellstmöglich aufgeklärt wird, dass die Hintermänner dingfest gemacht werden. Wir müssen auch und schnell über Ursachen nachdenken. Das ist jetzt nicht die Stunde, aber es geht schon darum, über Zukunft sehr grundsätzlich nachzudenken. Die richtige Schlussfolgerung könnte die sein, die damals nach den Anschlägen in Norwegen getroffen worden ist. Eine offene Gesellschaft. Mach das nochmal, ja? Die richtige Schlussfolgerung könnte sein, das, was damals in Norwegen getan worden ist. Offenheit, Transparenz, mehr Demokratie, Integration in der Gesellschaft. Aber heute ist Trauer angesagt für all die Opfer, die Frankreich zu beklagen hat. Natürlich gibt es die Gefahr, dass Rechtsextremisten durch einen solchen Anschlag Wasser auf die Mühlen bekommen. Aber hier wird sich auch die Stärke der Demokratie zeigen, hier wird sich die Stärke unseres Gemeinwesens zeigen. Hier ist auch Europa in nochmal neuer Art und Weise gefordert.